haben. Das müssen Sie ernst nehmen. Ja, ich will jetzt kein Aufsehen, kein Wort zu Frau Krause. Ich nehme den Hinterausgang und rufe... So, das sind die Letzten. Wie, schon? Habt ihr keine Nachbesprechung? Hallo. Viel zu kleines Paket. So, was haben wir denn hier? Backförmchen, ui. Einmal unterschreiben, bitte. Das A und O. Ich arbeite noch analog, wie du siehst. Ich meine doch nur, wenn bei uns eine Bestellung eingeht, dann müssen wir sie sofort bearbeiten. Und wenn wir keine Gläser haben, stehen wir auf dem Schlauch. Und ich würde gern ein Journalismusstudium anfangen. Und in Düsseldorf gibt's die Egon-Erwin-Kisch-Schule. Da könnte ich angenommen werden. Ist ja toll, dass ich das auch schon erfahre. Wer das denn sagen soll? Du kannst es mir jetzt erzählen, Svantje. Ich ziehe meine Pause vor, wir gehen Kaffee trinken und du erzählst mir von deinen Zukunftsplänen, okay? Schau mal, laut Sendungsverfolgung sind... Ich eben erst eine Lieferung und wir gehen dann Kaffee trinken. Aber ich muss mit meiner Tochter reden. Es gibt nämlich noch wichtigere Dinge im Leben, als Backmischung zu verschicken. Bis gleich. Kompetente Behandlung. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich habe mich auch sehr gefreut, Frau Professor. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Hey. Hey. Ha? Immerhin waren die letzten Stunden nicht gerade stressfrei. Hast du noch mal mit Inken gesprochen? Ja, aber diesmal habe ich nicht versucht, mich rauszureden. Weiß jetzt nicht, ob das gut ankam, aber sollte zumindest eine Geste sein. Schöne Geste. Herr Burkhardt, und mach den OP fertig, ja? Danke. Hand-OP? Forstarbeiter hat zwei Finger verloren. Welche? Bis zu welchem Glied? Wie lange? Ich gehe schon mal in die Chirurgie. Ja. Herr Jansen. Geht's Ihnen? Ich wollte partout kein Aufsehen erregen. Wieder typisch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hatte auf eine kleine Beratung gehofft. Ich suche nach einem Blumenschmuck für eine Party, aber wenn es gerade ungünstig ist. Angenehme Atmosphäre, Spätsommerfeeling. Spätsommerfeeling? Ja. Also, ich wäre für Sonnenblumen. Allerdings haben wir auch gerade sehr schöne... Es ist jetzt nicht gerade besonders, aber ich hab's besonders gerne. Ich hab Chrysanthemen im Topf. Die machen sich sehr schön auf so einer Sommerparty. Darf ich vielleicht mal sehen? Da wären Sie auf Chrysanthemen gekommen? Nein. Naja, so vermeiden wir auf jeden Fall das Merle in den Blumenarrangements der Konkurrenz nach vorn. Einverstanden? Was heckt ihr denn da aus? Ach, gar nichts. Wir bewundern deine Blumen. Top-Qualität. So was. Das ist voll krass. Im Internet wachsen irgendwie alle klassischen Medien so zusammen. Also Print, Hörfunk, Film. Und das ist eine riesen Bandbreite. Naja. Online gucken, da habe ich schon was veröffentlicht. Ja? Ich habe mir das wirklich gut überlegt. Und die Schule hat im Netz super Bewertungen. Immer wieder herfahren nach Lüneburg wegen Mika und jetzt, wo ich kein Geld mehr habe. Keine Panik, Svantje, das kriegen wir schon hin. Ich übernehme Logearbeiten. Im Mittelmeerraum, in Vorderasien, in allen Ländern des Altertums werden solche Leute wie ich händeringend gesucht. Papa, hörst du bitte auf, dir selbst in die Tasche zu lügen? Zählt. Ich habe keine Lust zu streiten. Hier. Für den Kaffee. Danke. So, Herr Jansen. Können Sie mich verstehen? Und ausschließen. Was ist die schlechte Nachricht? Sie hatten vermutlich einen Hörsturz. Das ist eine Durchblutungsstörung im Innenohr. Ja, woher kommt der? Ich hatte in letzter Zeit überhaupt keinen Stress. Ein Hörsturz kommt meistens dann, wenn der Stress nachlässt und der Körper anfängt, sich zu entspannen. Sie wenigstens einen Teil Ihrer Arbeit delegieren, damit Sie ab und zu zur Ruhe kommen? Ich möchte Sie hier alle zwei Tage zur Infusion sehen. Aber was die Ruhe angeht, wäre es hilfreich, wenn... Leo? Sprechen Sie von der Taufe Ihres Freundes Leo? Nein, tatsächlich geht es um eine Überraschungsparty für
Frau van Loon und Herrn Flickenschild. Tatsächlich? Ja, Sie sind übrigens zu dieser Überraschungsparty für Frau van Loon und Herrn Flickenschild einzuladen. Und wenn er dann sieht, wie schön das Kloster ist, dann kann er sich keine andere Location mehr für die Taufe vorstellen. Dann glänzt ihn. Also wirklich. Ihre Pläne und Ideen wimmeln wieder mal von unbekannten Faktoren, aber ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Schließlich war ich ja mal Äbtissin des Klosters, nicht wahr? Frau Jansen, Sie sind ein Schatz. Aber. Hammer. Echt cool. Und so ruhig. Vielen Dank nochmal. Ich melde mich dann, ja? Im Stadt. Na los? Wieso bist du denn so genervt? Ich bin nicht genervt. Ich habe Sigrid versprochen, rechtzeitig da zu sein. Und du meintest, es geht schnell, also... Und du bist doch genervt. Ich bin vielleicht... Hey, was machst du denn hier? Hallo. Eigentlich wollte ich fragen, wann wir auf das Angebot von Herrn... Was machst denn du hier? Wolltest du nicht an der Röstrommel stehen? Wozu? Die letzten Röstungen waren alle nichts. Ach so, und dann willst du es lieber gleich ganz lassen. Hey, Junge, vergiss alles andere um dich herum. Das sagt sich so leicht, wenn man es selbst perfekt kann. Ja, wollen wir dann? Tschüss. Tschüss. Warst du im Krankenhaus? Ja, ich war bei Frau Dr. Berger. Ich hatte ein Problem mit den Ohren. Lass es etwas ruhiger angehen. Also du bist hoffentlich krankgeschrieben. Frau Dr. Berger wollte mich krankschreiben, aber ich wollte das nicht. Ist das klug? Naja... Wie sieht denn das aus? Gesundheit hat Priorität. Ja, das finde ich auch. Ich meine, dann mach doch wenigstens Urlaub. Das fällt nicht so auf. Außerdem hast du mit Torben einen kompetenten Stellvertreter an deiner Seite. Ja, ich schalte den Gang rum. Merle weiß schon Bescheid. Ja, das ist okay. Solange sie es nicht meiner Mutter auf die Nase bindet. Wie willst du das vor ihr geheim halten? Na, ich möchte einfach nicht, dass sie sich aufregt. Mutter und gute Laune mitbringen. Also ich helfe gerne beim Organisieren. Nein, nein, nein. Sie schonen sich bitte. Dankeschön. Sehr. Allen wichtigen Koch- und Backseiten vertreten. Ich drück euch sowas von die Daumen. Danke. Wir sind auch ganz zuversichtlich. Na, ihr seid auch ganz gut vorbereitet. Ja. Tschüss. Ach, war das Silber. Danke. Hey. Ich soll hier noch irgendwas mitnehmen? Die kleinen Pakete, wie war's denn mit Zwantje? Harry, von wem sie das wohl hat? Du glaubst also, Helen hat dir diesen Flur ins Ohr gesetzt? Wer denn sonst? Dir sollte eigentlich klar sein, dass es Zeit braucht. Nie besser. Sie hat jetzt Oberwasser. Toller Laden, toller Online-Shop. Tja, die zeigt's mir richtig. Der Einzige, der sich hier sabotiert, bist du selbst. Oh. Hey. Hey. Wie ist die Operation verlaufen? Der Forstarbeiter wird seine Hand weiterhin benutzen können. Naja, er weiß, dass dein Spezialgebiet Handchirurgie ist. Die OP habe ich gebraucht. Besser für mich als jede Therapiesitzung. Frau Professor Dr. Thies, bitte. Ja. Haben Sie gerade operiert? Deswegen muss ich mich jetzt entschuldigen. Ich möchte die Angehörigen nicht warten lassen. ...gemacht hat. Als Ersatz für unsere verlorenen Jahre. Ich weiß, dass man die Zeit nicht ersetzen kann. Aber sie gibt sich Mühe. Sie hat wie eine Halbgöttin in Weiß, zufrieden die Flure lang schreitet und über alles andere erhaben ist. Also, Frau Sarah Barkus wird sich um das Catering kümmern. Frau Klaassen die Süßspeisen, ich die Getränke. Mhm. Ich habe den Freunden bereits Bescheid gegeben, dass wir über... Sommer, zu viel Mücken. Gut, dass Sie daran denken. Aber irgendwie im Freien wäre schon schön. Ja, aber wir bräuchten eine Anbindung an Innenräume, falls es Wetter... Stimmt. Ja. Und das Essen dort ist nicht berühmt. Nein. Was schlagen Sie vor? Tja, wir brauchen eine Location mit dem richtigen Ambiente, das uns... Kaffee. Könnte ich jetzt auch gebrauchen. Moment. Ups, ich habe ja die auch da. Sie hat sogar operiert. Das verstehe ich nicht. Ihr Leben geht weiter wie gehabt und alle Menschen sehen in ihr nur die brillante Ärztin. Und das finden Sie unfair. Ich glaube aber, Britta weiß sehr genau, in was für einer Situation Sie gerade sind. Dennoch, Hannelore hat Sie aufgezogen. Meine Tochter hat vergessen, mir ihren Schlüssel mitzugeben. Deine Mama hat oben das Abendbrot schon hingestellt. Wollen wir hoch? Hm? Ja, wir haben schnell. Also,
Also, ich bin völlig erschossen. Ist genug für heute. Das hoffe ich doch mal. Oh. Hallo Jacqueline, wie geht's? Ich ist schon unterwegs. Ich vermisse dich auch. Ja. Mach's gut und grüß Patrick. Tschüss. Und die beiden verstehen sich gut, also obwohl ihr getrennt seid? Ja. Ja. Also Jacqueline war immer mehr ein Mama-Kind, aber sie liebt ja. Du und dein Vater, ihr wart doch immer unzertrennlich. Es ist vorbei. Er hat einen dummen Fehler gemacht. Und hab ihm geglaubt und mein gesamtes Erbe gegeben. Ja, du wolltest seine Grabung unterstützen, seinen Traum. Ja. Aber es ist auch nicht schlecht, etwas selbst zu erarbeiten. Darum geht's mir nicht. Sondern? Seinetwegen habe ich Mama die Wahrheit verschwiegen und das war der Anfang vom Ende. In Zeit. Du wirst sehen, ihr könnt euch wieder versöhnen. Zumindest weiß ich, dass dein Vater sich das sehr wünscht. Ist mir doch egal, was der sich wünscht. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Nein, ich muss wohl ein bisschen eingeschlafen sein. Berger meinte, dass die Beschwerden oft von allein verschwinden. Vielleicht habe ich ja Glück gehabt. Ja, aber so ein Hörsturz ist schon ein ganz schöner Schuss vor den Bug. Hm? Merle, Sidney, Karl. Von deinen guten Ratschlägen. Tja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend allein. Danke. Gute Besserung. Bitte nicht. Hey. Sowas gibt's noch? Ja, da war bis jetzt eine Apotheke drin, aber die hört zum Ende des Monats auf. Ansprechende Räume in historischem Altstadtgebäude. Einfach das Gefühl, ich muss was verändern. Als Melissa das Hotel noch gehört hat, hast du dich genau dagegen gewehrt. Ja, da musste ich auch noch... Das Restaurant, das drei Könige verlässt, dann geht eine Ära zu Ende. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das Gunther wegstecken würde. Sag mal, wie weit bist du eigentlich mit deiner Rede? Hilfe. Jetzt hat er mir mal was überlassen. Da werde ich bestimmt nicht bei der kleinsten Komplikation zu ihm laufen und ihn um Hilfe bitten. Wie du meinst, da musst du eben an... Naja, vielleicht halten sie ja ihre Informationen spärlich, damit die Filmleute unter sich bleiben. Wie bei berühmten Musikern, um auf einer kleinen Bühne zu... Vielleicht ist das Ganze ja international. Es kommen auch Scorsese und Spielberg. Träum weiter. Tom? Kommst du hier vorbei und ich zeig dir die Traumlocation für die Taufe? Ja, hallo, eines der schönsten Klöster von ganz Deutschland. Danach ein Empfang im Fünf-Sterne-Hotel. In den Schlaf singen. Ja. Warte. Genau. Ich hol nur schnell die Gitarre. Was wird das jetzt bitte? Und schlaf ein. Garten und Wiesen verstummt. Nicht mal ein Bienenschlaf ein. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Auch in dem Schlosse schein. Und das hast du alles selber gemacht? Daran kannst du dir mal ein Beispiel nehmen. Oh nein. In der Küche bist du die Königin. Ich wäre wirklich verrückt, mich mit dir messen zu wollen. Wildschweinpastete, die ist großartig. Wie hast du die gemacht? Das würde mich allerdings auch interessieren. Ich habe bei Feinkostpegel angerufen. Ja, habe ich doch geahnt. Kommt der Thomas. Doch noch. Herr Fries, guten Abend. Hallo, Herr Flinkschütz. Es ist reichlich da. Nein, danke. Ich muss dann wieder. Schönen Abend. Tschüss. Tja, bei meinem letzten Besuch in Hamburg habe ich übrigens eine ganz tolle Ausstellung gesehen. Ein sehr begabter junger Mann, der mit einer simplen alten Lochbildkamera ver... Gut sein. Also ich habe keine guten Kritiken gelesen. Ja, ich denke auch, sie ist ein bisschen überbewertet. Also, wenn ich es mir recht überlege, dann lohnt es sich gar nicht. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Ah? Ich hab dir doch gesagt, dass es klappt. Nein, immer.
macht euch jetzt mal einen schönen Abend, ruht euch ein bisschen aus und entspannt euch. Ich nähere mich der Adelstaufe mit Riesenschritten. Elli? Die Musik hat aufgehört. Ich wollte dich nicht völlig in den Tiefschlaf versetzen. Das war so entspannend. Du wirst mal ein ganz wundervoller Vater werden. Wir werden eine wundervolle Familie. Was auf Kino? Keine Zeit. Ich kämpfe mich hier gerade durch die Bewerbungsunterlagen für die Journalisten. Erstmal abwarten, ob ich überhaupt die zweite Bewerberrunde schaffe. Da muss ich nämlich anscheinend zwei Texte für einreichen. Zu welchen Themen? Das erste ist frei wählbar. Tut mir leid, war ein schlechter Scherz. Ja, total witzig. Und außerdem schreibt man nicht über eigene Sachen, dann ist man nicht objektiv. Wenn man in seine Fußstapfen trete und ich vielleicht sogar genau wie er nach Costa Rica auswandere. Moment, was? Das ist eher ein Plan für die ferne Zukunft. Ah, na, dann ist ja gut. Hey, zurück zum Thema. Ich glaube einfach, wenn ich über Per und dich schreibe, dann bin ich da auch zu nah dran. Du machst es dir aber auch nicht leicht. Ich will halt... Also wirklich. Also weißt du, nur weil ich ins Hotel ausquartiert wurde, heißt es doch lange nicht, dass wir nicht zusammen... Du hast wieder durchgearbeitet. Ich bin sogar extra früh ins Bett gegangen. Naja, so siehst du aber nicht aus. Doch nicht. Nein, ist nichts. Ich habe nur leichtes Kopfweh. Du hast ein Paket bekommen. Kannst du morgen abholen. Fries! Woher weißt du, dass es Mantes Vater war? Seit der Bote bei Spedito ist, kommt hier nicht. Und? Wie steht's mit deiner Laune? Bereit zum Rösten? Total. Und diesmal gehe ich wieder mit voller Konzentration an den Ofen. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Wenn du zu sehr willst, dann bringt das überhaupt nichts mehr. Dann brauchst du wieder Abstand, damit du locker wirst. Weißt du, Kaffee rösten, das ist wie... Aber heute ohne dich statt. Du willst mir jetzt nur so eine komische Lektion reindrücken, oder? Ich will dir einfach helfen. Verstehe ich nicht. Dann ist die Lektion ja bitter nötig. So lerne ich das Rösten nie. Macht man hier noch Cupcakes oder muss man die Backmischung online bestellen? Also die Auslagen könnt ihr plündern, aber ob ich heute noch zum Nachbacken komme, das weiß ich nicht. Da wäre ich mir allerdings auch nicht so sicher. Ich war heute auf eine los. Ich bin direkt auf eurer Internetseite gelandet. Perfekt. Ja, wissen Sie denn, was Sydney Flickenschild gerne hat? Ich würde dir gerne eine kleine Aufmerksamkeit machen. Ja? Ihr Favorit ist Kapfete, nur noch die saure Gurke und man könnte meinen, du bist schwanger. Bist du? Nein. Wir, Du musst dich hier entschuldigen. Du bist jederzeit willkommen. Setz dich doch. Danke. Ich sehe diese Frau die ganze Zeit vor mir. Ich sehe Selbstzufriedenheit, keine Zweifel und keine Scham. Ganz schnell wieder aus ihrem Gedächtnis gestrichen hat. Aber ich kann nicht vergessen. Ich fühle Schmerz und Verlust. Und was glaubst du, würde dir gut tun? Und? Was? Ich weiß es nicht. Ich kann doch die Zeit nicht zurückdrehen. Eigentlich müsste ich öffentlich machen, was ich jahrelang unter dem Verlust meines Kindes gelitten. Ich konnte es nie vergessen. Und diese Frau ist dafür verantwortlich und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Kampf gegen die Miliz ist irgendwann verloren. Du solltest aufpassen, dass dir nicht dasselbe passiert. Ich störe, aber ich habe meine Visitenkarten auf dem Küchentisch liegen lassen. Wäre es möglich, dass du sie mir per Kurier nachschickst? Ich brauche sie wirklich dringend. Ich danke dir sehr. Tschüss. Dann hier. Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich dachte, du fährst schon Pakete aus. Nee, ich habe Spätdienst. Ha. Sag mal, kann es sein, dass... Ich fass es nicht, Svantje. Ich bin immer noch dein Vater, hörst du?
Ich bemühe mich um euch, ich bemühe mich um die Freundschaft zu euch, ich bemühe mich, alles richtig zu machen, ich reiß mir ein Bein aus. Und ich habe nicht besonders viel Zeit. Was daran ist so schlimm? Genau das ist es doch. Das ist das, was ich meine. Mama und du, ihr zieht knallhart euer Ding durch. Ihr kümmert euch um nichts. Du dein Ding durchgezogen hast? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, du willst Respekt und Mitgefühl? Dann hör auf zu jammern. Ist das nicht ein wunderbarer Ort für eine Feier? Im Moment mache ich mir weniger Sorgen, wo wir feiern, eher ob wir. Die beiden sind nicht dumm. Und es wäre doch schade, wenn sie was ahnen. Da fällt mir schon was ein. Zum Tanzen würde ich vorschlagen, in den Klosterhof zu gehen. Da haben wir dann auch wirklich genug Platz. Darf man das hier denn überhaupt? Tanzen? Ja, selbstverständlich. Jetzt kann ich Ihnen gerade nicht ganz folgen. Wo ist denn hier ein Problem? Tada! Ja, aber die Hochzeit von Merle und Gunther werden wir erst nächstes Jahr feiern. Aber die Rosenbüsche, das alte Gemäuer. Ich habe mir das irgendwie in einem leichteren Rahmen vorgestellt. Sie haben doch bestimmt noch einen weiteren Vorschlag. Papa, Mama hat mir gesimst, sie hat ihre Visitenkarten vergessen. Ja, und deshalb macht sie die ganze Welt verrückt, oder wie? Sag mir einfach, wo sie liegen, dann bringe ich sie zur Post. Wollt ihr zusammen essen heute Abend? Das wird nichts, ich muss heute Abend ins Krankenhaus. Und danach habe ich Sigrid versprochen, ihr zu helfen. Der Laden hat doch abends zu. Heute haben wir die Bannerwerbung geschaltet. Jetzt kommt Helens und Sigrids Backwelt.de. Und online. Ich sag dir, bis heute Abend geht Helens und Sigrids Backwelt.de durch die Decke. Und kann das jeder sehen, die Bestellung und so? Das richtig erarbeitet und verdient, dass sie jetzt damit Erfolg hat. Ja. Dann. Richtig Erfolg. Passwort. Konstantin 95. Tja. Selber schuld, wenn man immer dasselbe Passwort nimmt. Wollen Sie die Seite wirklich offline setzen? Ich habe hier einen Elternbrief von Lillys Schule, den ich gestern vergessen habe abzugeben. Als Ärztin haben Sie besondere moralische Verpflichtungen. An Ihrem Berufsstand sind hohe ethische Maßstäbe angelegt. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich finde, Sie haben jedes Recht verloren, als Ärztin zu praktizieren. Und ich finde, Sie werfen da Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Ach ja? Sie haben mich doch mal